Und da hört ihr das Geräusch. Wir haben den Drachenhort damit logischerweise auch abgeschlossen. So. Ja, Liz. Was? Okay. Nordwindspitze. Ja, wir kommen jetzt von der anderen Seite, aber wir kommen hier immer hin. Was haben wir hier? Wort der Macht gelernt. Leben auf... Was? Leben was? Oh, Lydia. Mann, Lydia. Ich hab komplett aus dem Konzept gebracht. Aura flüstern. Deine Stimme ist kein Schrei, sondern ein Wispern, das die Lebenskraft aller Freunde und Feinde enthüllt. Lass! Wow! Das ist ja mal cool. Lydia, du lebst. Du lebst. Ich lebe nicht. Das ist ja mal krass. Das ist ja mal krass. Was haben wir hier? Stahlkriegshammer. Ja, Ring der Gewandtheit, ja. Ich möchte unbedingt die Collector's Edition von Skyrim haben. Unbedingt, wirklich. Mann. Wenn ihr eine überhaupt, gerne. Oh, das Glockenblume. Und ein... Oh Gott. Moment, ich muss euch gleich was erzählen. Erstmal kurz knacken hier. So. Was haben wir hier? Eisenbarren Gold und zwei Tränke. Skeleton mit Gold. Dankeschön. Also, mit dieser wunderschönen Aussicht... Boah. Ne. Hier seht ihr das wirklich. Rift ist wirklich eine riesige Hochebene, die über dieser Tundra steht. Und da hinten ist Windhelm. Es ist wirklich fabelhaft. Und da ist der Rest von Rift. Seht mal. Und da ist Hochrodgar. Und da hinten, seht ihr das? Da hinten ist Syrodiil. Das war Spaß. Also. Ihr seid ein... sagen wir mal... Wie heißt das nochmal? Ihr mögt es, alte... Städten zu untersuchen. Baut euch 2 Jahre lang diese Hütte hier. Schlaft gemütlich ein. Werdet durch ein Geräusch wach und seht nur noch, wie hier ein Drachenkopf vor eurer Hütte ist und eine riesige Eisschwade hier reinkommt. Kann ich das vorstellen? Da war ja mal irgendwas. Und hier wurde auch Erz abgebaut. Seht ihr das? Na gut. Na gut, na gut. So, jetzt ist die nächste Frage nur, wie kommen wir wieder nach oben? Wir sind jetzt einen ziemlich ungewöhnlichen Weg hier hingegangen. Wo kommen wir hier überhaupt hin? Ah! Nordwindmine führt zur Nordwindspitze. Hallo? Was? Es lebt eigentlich nicht. Spielfehler. Skelette leben nicht. Der Schrei ist mal so cool. Eisenerz. Meine Güte, kann man denn nicht mal... Autsch. Kann man nicht mal in Ruhe ein bisschen... Ein bisschen... Erz abbauen. Lass! Ich sehe Leben. Leben. So. Also die Fähigkeit ist super. Von der Optik her sieht es einfach super aus. So, okay. Wir gehen aber zurück, denn wir wollen ein bisschen Erz abbauen. Ja. So. Einen Moment, ich muss mal eben das Licht anknipseln. So.
Hat ja nicht jeder eine tolle beleuchtete Tastatur. So. Danke, Lydia. Sehr nett. So. Nee, raus will ich nicht. Jetzt schön die Augen aufhalten. Wenn wir wirklich viel Eisenerz abgreifen können, dann super. Eisenerz, ihr wisst ja, brauchen wir auch für unser Haus. Daher. Dos Fliegos mit einer Klatschos. Spanisch 1 minus. So, was haben wir hier? Der Todesstoß für Abernanit. Okay, nehmen wir mit. Klingt super. Video 100 wird wieder etwas ganz Besonderes. Ich glaube, das gleiche habe ich letztes Mal auch schon gemacht bei Video 100. Also es ist nichts allzu Besonderes, aber ich finde es schön. Video 100 wird etwas Besonderes und zwar eine halbe Stunde lang Gelese. Irgendwelche schönen Werke, die wir hier schon gefunden haben. Und parallel dazu werde ich dann... Jetzt ist eigentlich eine gute Möglichkeit. Vielleicht mache ich das dann mit einer anderen Person gemeinsam, dass ich dann lese. Das ist auch doof. Ja, wobei, es geht eigentlich. Dass ich quasi vorlese, während die andere Person dann hier durch Skyrim, durch Himmelsrand läuft. Durch uns bereits bekannten Gebiete, so dass wir dann im Hintergrund schön ein bisschen sehen können. Von Himmelsrand und im Vordergrund hören wir dann, was die Bücher so alles hergeben. Das war die Mine? Was? Okay. Nordwindmine. Hä? Wie kommt man hier hin? Ja, okay, hier kommt man von der Tunnel raus hin. Jetzt haben wir einmal Nordwindspitze abgeschlossen. Okay. Jetzt haben wir einmal den ganzen Berg hier durchwandert. Ich sag da nichts zu. Okay, auf zurück zur Steinfallhöhle. Egal, wir wollen nicht bei der Tundra machen. Weitermachen, sondern wir wollen uns aufmachen Richtung Festung, um dort die Pläne der Silbernen Hand zu stehlen und deren Einfluss in Himmelsrand zu reduzieren bzw. im Idealfall zu eliminieren. Darf ich ein bisschen? Aha, Lydia. Schnell weg hier. Wir sehen uns nie wieder. Nie wieder sehen wir uns. Du alte Irre. Nein, nichts gegen Lydia. Lydia, es war nicht ernst gemeint. Okay, da kommt sie schon. Ah, sieht schon schick aus, oder? Vor allen Dingen, achte mal auf die Animation, wie unser Held sitzt. Guck mal. Wie Cäsar auf seinem Gaul, oder? Guck mal. Ich bin der Coolste. Mir gehört Rom. Lydia, Hilfe! Okay, runter hier. Lydia, du darfst gerne kämpfen, ne? Du musst nicht... was sagen. Lebt der Bär auch? Er lebt. Alter, die Fähigkeit ist immer so genial. Was macht denn bitte davon die dritte Stufe? Ist mal wahrscheinlich auch nur länger, oder? Die Fähigkeit ist super. Gefällt mir richtig gut. Relativ sinnlos vielleicht, ja, aber es ist genial. So, wir haben hier einen Turm, wir haben da ein Haus und dann unser Ziel, aber wir gehen erstmal hier rum und nehmen uns... aber wir haben hier jetzt noch... Ach Gott, wie schön, seht euch das mal an. Ich dachte, Rehe sind scheu. Ist das schön. Rheinquellensee. Kannst du aufhören? Was machst du denn da? Könnt ihr mal aufhören? Am Rheinquellensee. Jetzt bringen wir es zu Ende. Das ist euer. Wo seid ihr? Da soll mal jemand die Welt verstehen. Oh, seht mal. Eine Kiste. Wusste ich's doch. Im Rheinquellensee, einfach so versenkt. Wahrscheinlich mit irgendwelchen, ja, Uranabfällen. Oder sonstigen Chemikalien. Ah, mit Dietrich und Gold.
Trotzdem ist es schön hier, auch wenn hier jetzt gerade ein Elch direkt neben der Quelle hingerichtet wurde. Das ist sowas. Ich präsentiere euch. Boah, ist das schön. Und da ist Windhelm. Ist das schön. Wahnsinn. Und hier kommen wir auch runter in die Tundra. Also es gibt wahnsinnig viele Wege, die von der Tundra hoch hinaufführen, hier in Richtung der Ebene von Rift. Ich dachte wirklich, es gäbe nur diese zwei Wege rechts und links, aber es gibt Dutzende. Was ist das denn? Was ist das denn? Habe ich ja noch nie gesehen. Karniswurzel. Was ist das denn? Das ist ein abgebrannter Busch. Du bist selber ein abgebrannter Busch. Meine Haare sind halt braun. So. Okay. Wir haben hier noch irgendwo eine kleine Hütte. Und dann da noch ein Türmchen. Und ein Wolf. Lass! Und auch der Wolf lebt. Alles lebt. So. La la la. Ich glaube, ich sollte unbedingt herausfinden, wo wir die nächsten Schreistufen lernen können. So. Okay, eine kleine Hausruine ist es wohl eher. Traurigerweise. Don't play with fire. Wow, okay. Rotwassergrotte. Wenn ihr etwas kaufen wollt, geht weiter. Ansonsten verschwindet wieder. Da geht's runter. Hallo. Wenn ihr eine neue Prise braucht, seid ihr am richtigen Ort. Geht einfach durch die Falltür hin und... Eine frische Prise? Was ist denn hier los? Ein Drogenkeller oder was? Rotwassergrotte. Hilfe! Hilfe! Bitte! Bin noch... Oh Gott. Sieht schon so richtig illegal aus, oder? Halt! Wenn ihr dort hinuntergeht, behaltet eure Waffen bei euch. Oder ihr werdet mich noch kennenlernen. Geht rein und benehmt euch. Was? Geht nach unten. Ihr langweilt mich. Ach du Schande, was ist das denn hier? Aha, willkommen, willkommen. Ich glaube nicht, dass wir euch hier schon einmal gesehen haben, oder? Ihr könnt etwas von mir kaufen und dann in jeder beliebigen Sitzecke Platz nehmen. Ah ja, wusste ich's doch. Skoma also. Was ist das bitte hier für ein Ort? Die husten ja alle, als würde man hier den Krebs direkt durch den Mund eingeführt bekommen. Hey, meint ihr das ernst? Das ist die Rotwassergrotte. Lieferant des besten Skoma außerhalb von Balmora. Und warum ist euer Skoma so außergewöhnlich und keine einfache Droge wie der ganze andere Schund? Das Geheimnis ist unsere einzigartige Rotwasserquelle, sodass man das Skoma auf ganz neue Art und Weise genießen kann. Okay. Ne, Kostprobe will ich gar nicht. Wirf deinen Blick drauf. Ja, dann zeig mal ja. Rotwasser-Skoma. Nee, danke. Ihr solltet unbedingt von unserem Rotwasser-Skoma kosten, bevor ihr geht. Ja, ja, sei still. Ihr braucht etwas? Ach du Schande, hey, Bandit. Die Person ist beschäftigt mit Sterben, oder was? Adliger. Wo sind wir gelandet? Deserteur. Alle husten sich, als würden sie gleich sterben. Ich darf das ja wohl knacken, oder? Was ist denn los? Das ist nur ein Adeptenschloss.
So. Okay, darf ich nicht. Lass! Damit habt ihr wohl nicht gerechnet. Nee, ich will die nicht töten, aber ich gehe da auch nicht rein, ganz ehrlich. Es ist interessant, wir haben hier also eine, ja, einen Drogenkeller. Was soll man sonst sagen? Es ist ein Drogenkeller. Aber ich will da nicht reingehen. Da haben wir nichts verloren. Ich denke mal, wir haben einen Ort, den wir gerne später mal im Namen der Gerechtigkeit beseitigen können. Ekelhaft. Nee, nee. Wenn ihr etwas kaufen wollt, sei still. Abschaum. Okay, ja, ich verschwinde, genau. Noch eine Wache. Und sein Pott. Na gut. Sehen wir uns auf den Turm und dann gehen wir Richtung Questziel. Und da ist sogar noch eine Mühle in der Nähe. Skoma. Skoma gab es aber tatsächlich schon in Morrowind, also The Elder Scrolls 3. Nichts Neues, keine Skyrim-Erfindung gab es schon immer. Ich weiß nicht, inwiefern das besonders bei den Dunkelelfen verwendet wird, aber es gab es auf jeden Fall schon länger. Wow. Lydia, was machst du da? Der arme Elch. Mit dem Amethyst in sich. Ich verstehe das nicht. Teilweise haben einfach die unnormalsten, also für die Situation, Wildtiere, die wertvollsten Sachen. Warum hat ein Elchen Amethyst dabei? Keine Ahnung. Rift-Wachturm. Ihr gehört mir. Hä? Warum sind hier Banditen Orks in dem Rift-Wachturm? Bestimmt doch einer oben drauf, oder? Lass! Falscher Zauber. Okay. Die wahre Natur der Orks, da habt das. Elgerds Erzählung. Orkischer Kriegshammer des Verzehrens. Nehmen wir auch mit. Schöne Aussicht. Also wie gesagt, hier gehört aber eine Rift-Wache drauf und keine Ork-Wache oder keine... Hier gehören keine Ork-Truppen drauf. Vollkommener Blödsinn. Aber gut, Lydia kommt mal wieder gar nicht hoch. Die denkt sich, ja, wenn er stirbt, habe ich endlich meine Ruhe. Auch nett. Na, Lydia, bleib schön hier unten. Alles klar. Ja, ne? Warum nicht? Na gut, gehen wir mal Richtung Festung, Richtung Ziel, Richtung Lager der Silbernen Hand. Deshalb sind wir ja hier. Wir werden ja auf jeden Fall auch noch Oblivion spielen, das habe ich ja schon oft gesagt. Auch Morrowind steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste. Da wird es sehr interessant, weil wir da nicht sprinten können. Wenn man einmal Fallout 4 oder eben Skyrim gespielt hat, ist es ja normal, dass man auch sprinten kann. Und da kann man es einfach nicht. Aber es wird dann nochmal eine kleine Umgewöhnung. Dass man dann wirklich nur im normalen Tempel... Tempel. Ja, ich gehe auch immer im normalen Tempel durch die Gegend. Im normalen Tempo durch die Gegend gehen kann. Wird schon ein bisschen ungewöhnlich. Und tschüss.
So, wir haben hier auch noch eine Mühle. Na komm, Lydia. Moment. Feueratem. Hey, du brennst. Boah. Schön, wie das Schwert rumgeschwungen hat. Schick, schick. Okay, so. So viel dazu. Die Mühle würde ich mir gerne später ansehen. Wir gehen jetzt erstmal Richtung Festung. Die ist nämlich da auf der anderen Seite des Flusses. Hier rechts seht ihr das. Am Ende der Brücke. Da gehen wir später hin. Da oben ist die Festung, zu der wir gehen müssen. Dementsprechend bietet es sich an, jetzt die Richtung endlich anzusteuern. Haben wir ein paar Orte entdeckt, oder? Hier oben. Guck mal. Rotwassergrotte, Steinfallhöhle, der Wachturm. Schick, schick. Nur Rift selber, ich sag's nochmal, bleibt erstmal links liegen. Und diese Hasen, die aussehen. Ah ja, ja, ja. Was haben wir hier? Sieht sehr eklig aus. Lydia! Geh doch noch näher ran. Sehr widerlich. So, wie kommen wir jetzt am besten hin? Hier haben wir dieses riesige Gebirge im Weg. Oder? Ich will da nicht ohne Lydia reinplatzen. Das ist meine größte Sorge momentan. Quest hieß ja Stiel. Die Pläne. Aber ich habe immer so meine Zweifel, dass sowas bei Skyrim wirklich funktioniert. Ja, ich bin für die brachiale Vorgehensweise. Ihr auch? Gut, sind uns ja einig. Seid ihr zum Sterben bereit? Ich schone, du. Okay, Lydia ist auch da. Autsch! Bist du Nein! Ich hatte wieder diesen Moment. Du stirbst, wenn du den Pfeil abbekommst. Dann dachte ich, komm, wenn... Wenn, dann springt Lydia vor dich und rettet dich. Ja. Ne? So viel dazu. Ich seh nix! Es reicht, um dich auszuschalten. Ich bring euch um, wenn ich es muss. Hetz die Hunde auf dich. Welche Hunde? Ich hätte gleich Barbas auf dich, wenn du nicht aufhörst. Ihr bellt so lange, bis dir die Ohren platzen. Mit deinem süßen Dolch willst du was gegen mich anrichten, ja? Komm schon! Boah! Was? Was? Hat uns gerade echt einen Kopf... Wisst ihr was? Ihr lauft los und ich steche euch in den Rücken. Euren Bauch aufreißen wie die Handtasche einer alten Frau. Man reißt keine Handtaschen auf. Macht man nicht. Meine Güte, können die Wölfe mal abhauen? Hier, sollen das? Ja.
Was? Ja, die Werwolfsform. Wäre schön, wenn das funktionieren würde. Blöd ist nur, dass wir dann direkt tot sind. Das war gar nichts. Der hat doch einen verdammten Dolch. Wie macht er damit so viel Schaden? Ey, ohne Spaß, Leute, ne? Also irgendwann ist doch mal Schluss hier. Mit einem blöden Dolch, wisst ihr, der ist oberkörperfrei. Wir haben eine dicke Ork. Fahr zur Hölle, alter Schwede. Mit einem Pfeil, das macht doch keinen Sinn. Lydia, mach mal was. Ja! Was bist du für ein... Ja! Wie gut der treffen kann! Was ist denn los? Ja, ist klar! Wo kommt jetzt der Anführer her? Lydia! Wo ist Lydia? Nein, ich hab die Wölfe doch gar nicht alle getötet. Boah, Leute. Wo kommt der Banditenanführer her? Was hat der mit der silbernen Hand zu tun? Ist klar. Ich sag gar nichts. Und dann wieder ein blöder Pfeil. Wo kam der Pfeil denn jetzt her? Ach, der wieder. Der Oberkörperfreie. Klar, war ja logisch. Entschuldigung. Ja, ich weiß, ich merke es. So, wer will jetzt sterben hier? Was ist euer Problem, bitte? So. Mensch, stiehl die Pläne, ja. Klar, und danach tanze ich mit der silbernen Hand. Wenn die schon die Banditenanführer so unglaublich stark machen, dann gebt ihr doch bitte richtige Waffen und keinen doofen Dolche. Was soll denn das? Der macht mit seinem blöden Dolch mehr Schaden als wir mit unserem... Verschwinde! Mit unserem Stahlschwert. Nein! Alles doch schlimmer! Ey, Leute, irgendwann, ne? Ich werde herausfinden, wo in der Datei dieser Bandit steht. Und ich werde ihn aus der Datei löschen, damit ich den nie wiedersehe. Ey, das ist doch nicht wahr. Komm, lass mich in Ruhe. Geh deine Wölfe füttern. Hier, guck mal hier. Tot ist er, dein toller Wolf. Oh, das war schlimm für dich, ja? Oh. Kommst du nicht hier hin? Oh. Hat jetzt gerade morgen stimmt. Hat er gerade... Okay. Ich weiß nicht, wo der... Wie kann es sein, dass der...
Ja, ich hab gewonnen. Du bist tot. Tot, tot, tot. Mann. Entschuldigung, aber irgendwann, ne? Also ich habe ja echt auch meine Grenzen. Die sind teilweise vielleicht sogar ein bisschen zu weit, ne? Aber mit der silbernen Hand, ne? Also, da muss man wirklich mal durchgreifen. Das ist einfach eine schlechte Erziehung, die die genossen haben. Was soll man sonst sagen? Hier, ab ist der Kopf. Quest gescheitert. Du solltest sie stehlen. Ich sehe es schon. So, ist mir jetzt egal. Wir gehen da beim nächsten Mal rein, holen uns die Pläne, bringen sie zurück nach Aela. Und wenn Aela die nicht haben will, dann töten wir Aela und werden ihre Leiche hier aufhängen. Damit jeder Bandit sieht, diese Frau ist schuld, dass ihr tot seid und es war alles umsonst. Da war schon das Geräusch, Festung abgeschlossen. Ja. Meine Güte, also irgendwann, ne? Gut. Beim nächsten Mal gehen wir da rein und holen uns die Pläne. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Skyrim. Also ich war jetzt ein bisschen überzogen, aber ein bisschen ärgerlich war es ja schon. Bis zum nächsten Mal, Leute.